Dietl. Hallo Offenbach. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist echt, ich bin so verrückt. Es ist, boah, ja. Es ist schon, ich bin ja auch, ich muss auch, es muss schnell, es muss irgendwo, ich weiß gar nicht, wie soll ich nachkommen? So ein historisches Jahr, mit so vielen Jubiläen, 100 Jahre Revolution, Ende des Ersten Weltkriegs, 50 Jahre Studentenrevolte, 90 Jahre Mickey Maus, 80 Jahre Heino, 80 Jahre Lassie, auch blond, 70 Jahre Thronverfolger Prinz Charles und gefühlt 200 Jahre Große Koalition, oder? Ah. Nein, Moment, stimmt nicht. Stimmt nicht, 200 Jahre, das war Karl Marx. Es war zu viel in diesem Jahr. Also, alleine, was in den letzten Wochen los war, könnte ich tagelang durcherzählen. Na, wie die CDU ihren Parteitag bejubelt hat. Die CDU feiert die Überwindung der bleiernen Zeit. Jetzt wird alles so neu, haben sie gesagt, so Zukunft. Weiß nicht, wenn man sich die Stellvertreter der neuen Parteiführung, also die von Merkels Mädchen mal so anschaut. Na, Bouffier, Klöckner, von der Leyen, Strobel, Spahn. Hat man eher den Eindruck, hier wird die nächste Körperweltenausstellung vorbereitet. Es ist ja auch schon wie. Also mal ehrlich, ich meine, wie dieses Jahr schon losging, oder? Die ersten Wochen. Deutschland war handlungsunfähig. Entsetzen. Wir haben keine Regierung. Ich empfand es irgendwie so beruhigend. Gell? Das Wirtschaftswachstum hatte sich in der Zeit verdoppelt auf sagenhafte 0,7%. Die Arbeitslosenzahlen sanken saisonbereinigt. Die Deutsche Bank konnte trotz neuerlicher Rekordverluste Millionen Boni an die Verursacher der Verluste auszahlen. Jetzt zum Jahresausgang dann die Razzien in der Führungsetage. Festnahmen, U-Haft. Manch Top-Manager konnte so am eigenen Leib mal erfahren, wie sich ein geschlossener Immobilienfonds anfühlt. Aber dann das kollektive Aufatmen. Nach Monaten der politischen Sedisvakanz, nach den Sondierungsgesprächen und den heilschweigenden Koalitionsverhandlungen stieg endlich weißer Rauch auf. Habemus GroKo. Also, nicht ganz. Die Spaßmacher von der SPD mussten noch Ja sagen. Also die Mitglieder haben sie dann auch, habe ich mir gedacht. Was für eine vertane historische Chance. Seitdem läuft der Film, die SPD, ein Spurenelement, begibt sich auf Selbstmordkommando. Aber dann war Aufbruch. Aber dann war Aufbruch, endlich ein handlungsfähiges Kabinett. Jetzt geht's los. Und dann ging gar nichts los, weil dieses handlungsfähige Kabinett, es hat nicht gehandelt. Die Regierung gewillt, rasch neue Impulse zu setzen, das Land voranzubringen. Von diesem Ansinnen waren sie nach wenigen Tagen scheinbar schon so erschöpft, dass sie erstmal diesen Schullandausflug machen mussten, da nach Meseberg, um sich kennenzulernen. Seht ihr? Die neue GroKo musste sich erst mal kennenlernen. Da trafen sich Leute, die sind schon so lange miteinander verbandelt, ne, die können schon Silberhochzeit feiern. Aber egal, es gab schöne Bilder. Aber danach, da habe ich mir gesagt, jetzt, Priol, jetzt, sei gespannt, jetzt geht's los. Und dann kam Heimat. Tagelang ging's nur um Heimat. Es hat in zähen Verhandlungen die CSU für sich ergattert. Heimat. Ein Land, das sich anschickt, ins digitale Zeitalter der künstlichen Intelligenz aufzubrechen, wenn die natürliche Intelligenz schon immer mehr schwindet. Muss das sein? Leistet sich ein Heimatmysterium? Oh, da haben sie alle gelacht, ne? Das war klar. Da haben alle gesagt, ja, das ist wieder die Bayern, der Seehofer, Seppe. Dabei war die Heimatministerin von Nordrhein-Westfalen noch viel peinlicher. Frau Scharrenbach von der CDU.
ernennt 47 Heimatbotschafter. Vorgedrängelt hat sich gleich Heino. Hat er ganz stolz eine Doppel-LP überreicht, als Zeichen des Fortschritts. Eine LP mit Heimatliedern für das schöne Nordrhein-Westfalen. Ja, auf der LP finden sich so tolle Weisen wie: Da seufzt sie still, ja still, und flüstert leise, mein Schlesierland, mein Heimatland, wir sehen uns wieder, mein Schlesierland. Klingt im Original bisschen martialischer. Ne, altes deutsches Soldatenlied, gerne auch gesungen von der Waffen-SS. Wir sehen uns wieder am Oderstrand. Was will uns das Heimatministerium von Nordrhein-Westfalen damit jetzt sagen? Wie weit möchte sich Nordrhein-Westfalen denn ausdehnen? Und warum? So ging mir das ganze Jahr Fragen über Fragen. Na, der tolle Koalitionsvertrag, Heimat, innere Sicherheit, Digitalisierung. Komisch, was kaum Berücksichtigung fand, war irgendwie die Umwelt. Na, die Umwelt, bei den Sondierungen waren sie noch ganz stolz, na, dass sie sich bei dem Thema schon nach wenigen Minuten einigen konnten, dass die selbst gesteckten Klimaziele leider, leider nicht zu halten seien. Ratzfatz hatten sich der VW-Ministerpräsident von Niedersachsen, weil SPD und der Braunkohle-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Laschet, CDU, großkoalitionär und Partikularinteressen verpflichtet, aneinander geschmiegt und haben gemeint: Hör mal, musst du nicht auch zum Neujahrsempfang der IHK? Ich muss da auch hin. Hör mal, da können wir nicht einfach so aufschlagen mit diesen Klimavorgaben, ne? Da müssen wir auch was anbieten. Die bieten uns auch immer was an. Lecker Sektchen und so. Da können wir nicht einfach ankommen. Von wem? Ja, nun setzt das mal bitte um. Mit dem CO2 bis 2020, 2030. Weißt du was? Wir verschieben das einfach nach hinten. Wir verschieben das auf 2060, 2070. Dann kriegen wir beide davon nichts mehr mit. Aber beim Empfang kriegen wir lecker Häppchen und Schnittchen und Böstchen für später. Bist du dabei? Ich bin dabei. Kurz danach wurde Laschet von RWE zum Rodungsbeauftragten für den Hambacher Forst benannt und musste den größten Polizeieinsatz in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen verantworten. Natürlich nur zum Schutz der Baumhüttenbewohner. Na, die Hundertschaften wollten nach der langen Dürre nur mal schauen, ob die Bäume ihre Blätter verlieren. Deshalb auch die vielen Wasserwerfer, um die Bäume zu wässern. An dieser Stelle muss ich mal ehrlich sagen, ein großes Kompliment an die vielen Menschen, vor allen Dingen an die jungen Aktivisten, die so lange mit zivilem Ungehorsam demonstriert hatten, bis dieser ganze Schwachsinn vom Tisch war. Chapeau, Herr von Wegen. Von wegen, die Jugend ist zu lasch. Na, lasch war es dann eher im Bund. Da haben ja viele wieder gedacht, jetzt ist soweit, jetzt geht's los mit dem Regieren. Und dann war die Luft auch schon wieder raus, weil Wichtigeres, die Bayernwahl. Die Landtagswahl in Bayern mit dem neuen Stern am weiß-blauen Himmel, Markus Söder. Ne, der Söder Markus aus Mittelfranken. Die haben dort eine Besonderheit in ihrem Dialekt, das interlabiale L. Und jetzt kein Witz, mit diesem Phänomen haben sich Sprachwissenschaftler beschäftigt. Ich kenne das, ich habe mal Englisch studiert und da mussten wir im ersten mussten wir auch unseren Dialekt zuordnen. Erhellende Erkenntnis, mein bayerisches Mainfränkisch, ne, hat die meisten Matching Numbers mit dem Mainzer Dialekt, weil wir früher ein gemeinsames Bistum waren. Nun haben sich Sprachwissenschaftler mit dem Mittelfränkischen auseinandergesetzt. Mit irgendwas müssen sie sich ja beschäftigen, Arbeitsnachweis. Und dieses interlabiale L, wenn wir das aussprechen wollen, müssen wir die Zunge immer querlegen. L, 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 L.
der Mittelfranke muss das nicht, der kann das einfach geradeaus. Deshalb sagt der Mittelfranke auch nicht, hast du mal ein Labello? Der sagt, hast du mal ein Labello? Von daher habe ich es auch nie verstanden. Echt, von daher habe ich es auch nie verstanden, warum der Führer damals ausgerechnet Nürnberg zur heimlichen Reichshauptstadt erkoren hatte. Schon die Begrüßung war, heil, heil, heil. Nun haben in diesem Jahr die Sprachwissenschaftler herausgefunden, dass es dieses interlabiale L nur noch in einer kleinen Provinz im nordafrikanischen Maghreb gibt. Heißt also, man kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass Leute wie Lothar Matthäus oder Markus Söder Mittelfranken mit nordafrikanischem Migrationshintergrund sind. Was? Was manch überhitzte Asyldebatte in diesem Jahr vielleicht ein bisschen hätte entschärfen können. Aber hey, jetzt mal ehrlich. Was uns der Söder alles versprochen hat, wie modern Bayern wird und damit auch Deutschland. Weil, hat er gesagt, Deutschland geht es nur deshalb so gut, weil Bayern der Motor Deutschlands ist. Und da ist was, also da kommt was. Bayern bekommt freies WLAN in Linienbussen, hat er uns versprochen, schon ab 2050. Ja, ehrlich, hat der Rumäne mal gelacht. Hat gesagt, haben wir schon seit letztem Jahr. Gut, jetzt, in Rumänien hat es nur zwei Busse, aber trotzdem, die Tests laufen schon, ist halt auch anstrengend. Immer wieder an jeder Haltestelle wieder die Kabel aufrollen, wenn der Bus weg ist, der Schlauch. Nö. Nein, Bayern wird der Hammer. Wir werden Weltmarktführer bei Flugtaxis und Feldrobotern. Wir bekommen ein eigenes Weltraumprogramm, die Rakete Bavaria One. Damit wir all die Menschen, die in Bayern noch hinter dem Mond leben, auch erreicht. Eine eigene, wahrscheinlich sind von Stoibers Transrapid-Projekt noch so ein paar Triebköpfe. In irgendeiner Scheune im Erdinger Moos gelagert, die werden jetzt aneinander gelötet und los geht's. Ich habe gedacht, das war's schon, aber dann kam der ultimative Knaller, die Kreuzpflicht in Amtsstuben. Alle haben den Kopf geschüttelt, also die Kirchen waren empört. Kardinal Marx hat sich gegen die Pläne verwahrt, war dem Söder egal. Dann gesagt, was willst du denn schon erwarten, ne? Und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Marx heißt. Na, weißt doch gleich, was dahinter steckt. Und wie der Söder das der Presse vorgestellt hat, das mit dem Kreuz. Ich habe erst gesagt, ein Remake von Polanskis Tanz der Vampire. Die CSU. Die CSU, eine Partei, die seit Jahren die christlichen Werte kreuzigt, denkt jetzt, die Kirchen sind leer, oh Gott, die werden jetzt voller, weil im Eingangsbereich der bayerischen Finanzämter das Kreuz hängen muss. Ich meine, gerade beim Finanzamt, da beklagt die Kirche zu Recht, dass doch niemand mehr weiß heute, für welche Werte das Kreuz eigentlich steht. Es steht für Toleranz, Nächstenliebe und Vergebung. Ich mach das jetzt. Wenn meine nächste Steuererklärung fällig ist, schnapp ich mir meinen Schuhkarton, knall den an den Schalter, geh rein, hin und sag, ich bitte um Vergebung. Weil das Kreuz soll ja Vampire und Blutsauger abschrecken. In diesem Jahr gab es ein kleines Jubiläum zu feiern. 25 Jahre FCKW-freier Kühlschrank. Musste sein, weil das Ozonloch. Im Montreal-Abkommen verpflichteten sich 200 Staaten darauf, künftig auf die Treibhausgase zu verzichten. In Deutschland sollte die Herstellung mit FCKW bis 2000 gestoppt werden. Viel zu spät, aber immerhin per Gesetz. Dann kam die Wirtschaft. Mit ihren Marktführern von Bosch, AEG, Bauknecht und wie sie alle hießen.
Da haben sie gesagt, nein, das geht nicht, das können wir nicht. Viel zu aufwendig, kann sich niemand mehr einen Kühlschrank leisten. Mi, 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 mi. Und dann kamen Greenpeace und der kleine, von der Treuhand schon in Abwicklung sich befindende Hausgerätehersteller Furon in Niederscharfenstein im Erzgebirge. Und die präsentierten 1993 den ersten FCKW-freien Kühlschrank. Die wurden gefragt, die Ingenieure waren völlig entspannt. Die haben nur gesagt, das ist kein Problem. In 4 Wochen haben wir das, FCKW-frei. Wo sollten wir FCKW? Bei uns gab es ja nie was. Okay. Doch kein FCKW. Das machen wir wie immer mit Propan und Butan. Tür auf, Tür zu. 4 Wochen sind wir fertig. In kurzer Zeit gab es schon 70.000 Vorbestellungen. Die düpierten Großhersteller haben gewarnt. Haben gesagt, nein, das dürft ihr nicht kaufen. Stellt es bloß nicht in die Läden. Da besteht Explosionsgefahr. Du machst die Kühlschranktür auf. Wasch! Eine Stichflamme und der Kunde wird verkohlt. Hat alles nichts genutzt. Kurze Zeit später hatten die Großserienhersteller auch auf Green Freeze umgestellt, weil, haben sie gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass wir so einem Randunternehmen im Osten den Markt überlassen. Der Osten ist für uns Übernahmegebiet und Absatzmarkt, aber keine Konkurrenz. Dank der Idee der kleinen Erzgebirgstüftler wurden seitdem 600 Millionen Kühlschränke verkauft, alle FCKW-frei. Hätten wir, hätte, mal ehrlich, hätten wir auf die Großserienhersteller, auf die Marktführer gewartet, auf die Großen, da hat ja 2018 eins gezeigt, ne? Wir können nichts mehr. Wir können eins noch mit erhobenem Zeigefinger dem Rest der Welt zeigen, was wir alles besser können, angeblich. Nur was ist das? Was können wir noch besser? Können wir Flughafen? Auf die Rollbahnen und Parkplätze von unserem Großflughafen BER. Dort stellt VW seine manipulierten Diesel ab, die nicht mehr zugelassen werden. Das ist der Rest großer deutscher Ingenieurskunst. Wir haben einen Großflughafen, von dem nie ein Flugzeug starten wird, auf dem Autos geparkt werden müssen, die nie wieder fahren dürfen. Und da sind viele in Sorge und sagen, oh je, wenn es dann doch mal regnet, dann rosten die womöglich auch noch weg. Gut, dafür haben wir ja diesen unterirdischen Bahnhof in Stuttgart, den auch keine Sau braucht, ne, der auch niemals fertig wird und nichts bringt außer Kosten. Vielleicht könnten wir den zur Tiefgarage umwidmen für die Passats, die dann da unten dahin. Wir können nicht mehr Flughafen, wir können nicht mehr Bahnhof. Seit dem BAMF-Skandal und den Erkenntnissen im Fall Anis Amri wissen wir, wenn es drauf ankommt, versagen wir sogar in unserer Paradedisziplin Behörde. Airbus können wir auch nicht mehr. Die Kanzlerin musste Linie fliegen. Zum G20-Gipfel. Zum Glück hatte sie eine Fahrbereitschaft. Mit der Bahn wäre sie nicht mal bis zum Flughafen gekommen. Und seit dem Sommer wissen wir können nicht mal mehr Fußball. Aber ist gerade bei Versagern, ich war ja noch beim Dobrindt. Und da haben viele erst mal aufgeatmet, als er weg war, als Verkehrsminister. Haben gesagt, okay, der ist weg. Also Dobrindt und sein lausiger Vorgänger, der Ramser Peter, der Peter Ramser, noch so ein Voralpenwichtel. Also haben also schlimmer als mit den beiden kann es für unsere Infrastruktur nicht mehr kommen. Schlimmer als mit kann es nicht mehr kommen. Doch, doch. Auf der nach unten offenen Kellertreppe geht's immer noch ein paar Stufen weiter hinab in die Finsternis des Grauens. Andreas Scheuer, der Dr. Doolittle der CSU. Was der uns, hör mal,
was der uns in seiner kurzen Amtszeit schon gekostet hat. Er war ja ganz stolz, weil er nach 14 Jahren diesen leidigen Rechtsstreit mit Tollkollekt zu einem außergerichtlichen Vergleich geführt hat. Das ist die Sache mit der verkorksten LKW-Maut. Tollkollekt, ihr erinnert euch, diese tolle Kollekte für das Betreiberkonsortium von Daimler-Benz und der Telekom. Und da war der Scheuer ganz stolz, dass der Bund durch seinen tollen Vergleich über 3 Milliarden erhält. Super, haben alle gesagt, ey, super. Der Telekom-Chef kam kurze Zeit später und hat gemeint, ja, wir sind damit sehr zufrieden. Halbe Stunde später kam der Daimler-Chef Zetschel und hat gesagt, das ist für uns ein sehr sinnvolles Ergebnis. Ich mir finde den Fehler. Und Tage später, nach vielen kleinen Anfragen im Bundestag, musste der Scheuer damit rausrücken, wie hoch die ursprüngliche Forderung war. Und dann kam raus, sein von ihm gefeierter historischer Durchbruch hat uns nicht mal die Hälfte von den Milliarden gebracht, die uns eigentlich zustünden. Vor Gericht wäre er damals damit niemals durchgekommen. Hätten sofort gesagt, beantragen Sie Haftprüfungstermin für Herrn Scheuer wegen Veruntreuung von Volkseigentum. Und jetzt geht's munter weiter. Ne? Es geht gerade so weiter. Es wird keine zur Rechenschaft. Es geht gerade so. Es läuft gerade so durch. Es geht munter weiter. Jetzt hat er Frist verschnarcht für die neuerliche Ausschreibung, sodass Tollkollekt seit dem 1. September vom Bund betrieben werden muss. Folge: Der Bund, also wir, machen Gewinn. Aber komisch. Keine Schlagzeilen. Toll. Es knallten keine Sektkorken, keiner hat gesagt, meine Güte, was ist uns da all die Jahre nur durch die Lappen gegangen, das passiert uns nicht noch mal. Doch. Ab 1. März 2019 muss Tollkollekt zwingend wieder in private Hände kommen. Und wer bewirbt sich mit guten Chancen für die jetzt auch auf Bundesstraßen ausgeweitete Lkw-Maut? Die Gelddruckmaschine? Zwei alte Bekannte. Daimler und die Telekom. Das ist öffentlich-private Partnerschaft at its best. Der vermeintliche Zaubertrank, wenn sich die Politik mehr und mehr aus sich selbst zurückzieht. Ich weiß nicht, wenn man die Gestaltungsmacht nur noch den Finanzindustrien und Großkonzernen überlässt, die sich denken, warum sollen wir uns noch länger mit den Marionetten in der Politik aufhalten, wenn wir es selbst erledigen können? Politik der kurzen Wege. Wo führt es hin? Muss man nur mal nach Amerika schauen. Donald Trump. Gewaltenteilung, bestehende Verträge, Rücksicht auf internationale Verbindlichkeiten. Hey, forget it. Es zählt nur noch Deal or No Deal. Saublöd, dass General Motors zum Jahresende gesagt hat, No Deal. Donald Trump, der hat in diesem Jahr ja alles bestätigt, na, was wir ohnehin schon über ihn wussten. Er ist ein Irrer. Eigentlich gehört er weggesperrt. Ein Glück, dass er noch ein paar Leute hat, dass zumindest noch betreutes Regieren angesagt ist. Diese ganzen Enthüllungsbücher in diesem Jahr, wir wissen doch alles über ihn, Fury in the Slaughterhouse, was alles rauskam, alle Bücher wurden ihm ja zum Gegenlesen vorgelegt, da war er richtig sauer, er sagt, ist ja nichts zum Ausmalen drin. Donald Trump, eins wissen wir seit diesem Jahr, der macht vor nichts mehr Halt, oder? Klimaabkommen mit Paris, pff, weg. Ne, dafür den Kohlestrompreisen, Atomabkommen mit dem Iran, pff, weg. Neuer kalter Krieg, her damit. Ne, raus aus dem UN-Rat für Menschenrechte, Geld für die NASA, für die Ursachenerforschung zur Erderwärmung, weg damit. Es gibt keine Erderwärmung, hat er gemeint. So sad. But believe me, it's true. Schuld an den verheerenden Waldbränden in Kalifornien war auch nicht das Klima. Das war ein schlechtes Forstmanagement. Also, hättet ihr rechtzeitig alle Bäume in Kalifornien gefällt? Es hätte die Waldbrände nie gegeben. So sad, but believe me, it's true. Aber wenn bei uns auch alle mit den Augen rollen, ne, kaum, dass sie seinen Namen nennen, oh, Trump. Die Wirtschaft hat immer ein offenes Ohr. Okay?
der Siemens-Chef Joe Kaeser zum Beispiel. Hey, Joe Kaeser, da haben wir wieder einen von internationalem Format. Joe Kaeser, wow. Der Mann heißt Josef Kaeser und stammt aus Arnbruck im Bayerischen Wald. Und der, seine Firma hat super Gewinne gemacht, 7 Milliarden Gewinn. Da hat er sich gedacht, geht noch was. Zack, 7000 Leute entlassen, vor allem in den strukturschwachen Gebieten, also im Osten und in Offenbach. Grund? Grund, die dort gefertigten Gasturbinen. Ja, leider, leider. Da haben wir eine weltweite Nachfrageschwäche. Gasturbinen braucht kein Mensch mehr. Also, außer man lässt sie dort produzieren, wo die Unternehmenssteuern günstiger sind, ne, damit die Konzerngewinne noch üppiger ausfallen. Das ist das alte Lied, gebt den Reichen, dann haben auch die Armen. Das von Ronald Reagan eingeführte und grandios gescheiterte Erfolgsmodell Trickle Down. Also bei uns die Pferdeäpfeltheorie. Ne, gib dem Pferd mehr Hafer, dann scheißt's mehr Äpfel, dann haben die Spatzen, also wir, das Volk, mehr zum Picken. Und kaum hatte Vollhonk Trump angekündigt, die Unternehmenssteuern in den USA von 35% auf 21% zu senken, hat sich der Siemens-Chef an ihn angewanzt. Das war zum Fremdschämen. Also, dear Mr. President, I heard you will lower the taxes for us enterprises. That's good news. We have these gas turbines that we produced in Germany, but gas in Germany, this was always not too good cooperation. And now I heard that you will come companies like us against, so we could think about to produce in your beautiful from God made country. Deal? Joe is such a good guy. Joe is such a good guy. What an honest man. I like him. Gedealt hatten sie das auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, diese alljährliche Farce in der Schweiz, wo sich die Mächtigen treffen, die angeblich nur ein einziges Ziel verfolgen, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und wir sitzen immer ganz gebannt vor dem Fernseher, starren in die Bunte und haben Ehrfurcht vor dem Glamour, den Weltenlenkern und den tollen Frauen. Hey, da treffen sich jedes Jahr 50 Tonnen Silikon und 1000 Jahre Knast auf einem Haufen. Da müssen wir keine Ehrfurcht haben. Da müssen wir uns mal fragen, was geht denn da ab? Was machen wir? Wir und die EU, wir kriechen vor Trump zu Kreuze. Es gilt, die Wirtschaft zu schonen, wegen der drohenden Strafzölle, wenn die kommen. Oh weh, oh weh. Warum macht sich die EU so klein? Jetzt wäre es doch mal an der Zeit, Zusammenhalt zu demonstrieren, zu zeigen, wir haben die Stirn, die wir heute. Aber das, also, Zusammenhalt, das ist ja, haben wir ja auch, ne? Jeder denkt ja, gerade in der EU, nur an sich. Das wird mir, da sind die Büttenreden und die Motivwagen für die Fasernacht schon vorbereitet. Europa ist uns einerlei, denkt sich die Theresa May. Einstmals kam der Zeus als Stier, heute kommt der Brexiteer. Polen, Ungarn und die Tschechen wollen mit der EU gern brechen. In Italien machen Welle, Lega Nord und Cinque Stelle. Radda, radda, radda. Büttenreden. Büttenreden zu Europa, wenn die gehalten werden, das wird endlos. Wobei, es gab ja einen, der eine so ganz große Vision hatte von Europa. In Frankreich. Macron, c'est Macron, Macron, Macron. Was haben wir denn gefeiert? Also zumindest so lange, bis klar war, dass er was vorhat mit Europa. Nee, oh nee, ui, da kamen gleich unsere Bedenkenträger. Die waren noch schneller da als die Gelbwesten. Oh, haben die gesagt, haben die gesagt, der meint es ja wirklich ernst. Ei, und es kostet auch noch Geld. Hat man schön gesehen bei der Verleihung vom Aachener Karlspreis, mit dem sie so abgespeist haben. Ein Freudenfest der Heuchelei. Erst hält die Kanzlerin die Laudatio. Die Impulse, lieber Emanuel,
die du gibst für Europa, damit reißt du uns alle mit. Da war die Hälfte des Saals nach 10 Minuten schon weggedämmert. Na, und dann steigt er in den Ring, na, hält seine Rede flammend für Europa. Pour l'Europe, pour l'Europe. Von wegen Deutschland. Wir müssen endlich mal aufhören mit unserem Fetisch des ausgeglichenen Haushalts und der Exportüberschüsse. Etwas, das immer und ausschließlich zu Lasten anderer in Europa ginge. Oh, da war unsere fuchsig. Ab jetzt nicht mehr übersetzen. Nicht mehr übersetzen. Das gemeinsame, solidarische Europa, da war die SPD so stolz drauf, ne? Dass dank ihr Europa an erster Stelle im Koalitionsvertrag steht. Danach waren die Sozen erstmal mit ihrer Mitgliederbefragung beschäftigt und in der Zeit hatte die Union in Brüssel alle neuen Ideen zum solidarischen Europa schon im Keim erstickt. In unserer regierungslosen Zeit trafen sich in Brüssel der kommissarische Finanzminister Altmaier und Günther Oettinger, der Haushaltskommissar, der über die Vergabe der Finanzmittel entscheidet. Die beiden saßen da auf ihrem Kupferkessel der Finanzen. Und dann ging's los. Ja, wir wollen eine solidarische Arbeitslosenversicherung für ganz Europa. Nö, kein Geld. Bankenkontrolle, Einlagensicherungsfonds, Währungsfonds. Nö, haben wir kein Geld. Nö, kein Interesse. Eine gemeinsame europäische Armee. Ui, das sofort. Da haben die ihren Kupferkessel nach vorne geschoben und dann gesagt, bitte bedient euch. Da ist Geld da, ne? Das ist immer für unsere Rüstungsindustrie. Das sichert Arbeitsplätze. Für Arbeitsplätze opfern wir alles. Ich habe mir nur gedacht, komisch, im Koalitionsvertrag steht, ne, keine Rüstungsgüter an Staaten zu liefern, die am Krieg gegen den Jemen beteiligt sind. Saudi-Arabien bombt dieses Land seit Jahren in die Steinzeit zurück, blockiert die Häfen, damit keine Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung durchkommen. Jetzt die Preisfrage. Von wem bekommt Saudi-Arabien 8 Patrouillenboote, um die Hafenblockaden noch effizienter ausgestalten zu können? Wir buzzern. Richtig, von uns, obwohl im Koalitionsvertrag steht, na gut, die Boote werden auf der Lürsenwerft in Wolgast gebaut, Mecklenburg-Vorpommern. Und da hat sich die Ministerpräsidentin des Landes wie eine Löwin dafür eingesetzt, im Koalitionsvertrag zu verankern, dass diese Boote ausgeliefert werden müssen. Manuela Schwesig von der SPD, denn hat sie gesagt, es geht um 300 Arbeitsplätze, es geht um Schicksale, es geht um 300 Menschen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass durch die Hafenblockaden genauso viele Menschen im Jemen täglich verhungern. Ach gut, davon kriegen wir ja nichts mit. Also von diesen beschlossenen, weil beschlossen, wenn solche Rüstungsexporte ja immer im Bundessicherheitsrat. Es ist so eine Art Staat im Staat, ein Winner Circle für Rheinmetall, Heckler und Koch und Co. Ein Geheimbund, der Dinge beschließt, die dann dem Parlament nur noch zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Überflüssig zu erwähnen, wer im Bundessicherheitsrat den Vorsitz hat? Die Kanzlerin, die von der Bild-Zeitung in diesem Jahr noch so gelobt wurde für ihre knallharten Töne und Worte gegenüber der Türkei und deren ethnischen Säuberungen in Syrien. Weil sie gemeint hat, ja, also es ist inakzeptabel, was dort in Afrin passiert. Kanzlerin, knallhart. Am nächsten Tag hagelte es Protestnoten von Erdogan. Er sagt, aber Öngülü. Öngülü, diese ethnische Säuberungen, Schüsselmer-Üselmer-Gülüm, können wir nur machen, weil wir ihre tolle Leopardpinsel haben und ihre Waffen für Wiffen für den Häuserkampf. Übrigens, Öngülü, brauchen wir Nachschub? Das ist kein Problem, das lässt sich machen. Sind die Flüchtlinge noch sicher untergebracht? Bleibt nur zu hoffen, dass das gelieferte Militärgerät ähnlich gut funktioniert
wie das, dass die Bundeswehr bei uns versucht. Aber Saudi-Arabien, da haben wir dann, hä? Da waren, also da bei den Wüstenscheiß, da bei den Wüstenscheiß, Entschuldigung, bei den, da waren wir, da gingen wir auf Distanz. Also, oho, aber wie, warum gerade jetzt? Habe ich mir gedacht, da musste erst mit Khashoggi, ein Journalist im saudi-arabischen Konsulat in der Türkei, zerstückelt, zersägt und in Säure aufgelöst werden, damit wir, der Westen, sich mal über seinen strategischen Partner in Riad mal Gedanken gemacht hat. Saudi-Arabien, hunderte Menschen wurden dort in diesem Jahr geköpft. Der Jemen wird in Grund und Boden gebombt. Wir prüfen, sagen, ja, müssen wir mal schauen, das ist nicht so einfach, wir können da nicht so vorschnelle Schlüsse ziehen, das geht noch. Und dann passiert dieses Ding im Konsulat. Zack, sind alle empört über diese royale Laubsägearbeit im Haus des Konsuls. Und sagen, nee, also so. Und sagen, nee, also sowas geht da nicht. Also Menschen zersägen. Sowas macht man zu Hause, aber nicht in einem Gastland. Erdogan konnte sich sofort als Hüter der freien Presse aufspielen, von wegen, damit sowas mit türkischen Journalisten nicht passiert, würde man sie vorher in Schutzhaft nehmen, wegsperren und foltern. Der Jemen, ich habe mir nur gedacht, was machen wir eigentlich, wenn sich die armen Socken dort auch auf die Füße machen und loswandern? Dem Motto der Bremer Stadtmusikanten folgend, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Dann jammern wir wieder rum. So, was soll das machen? Wir können doch nicht den ganzen Jemen aufnehmen. Dann werden wir selbst zum Jemen. Ha, und dann kommt wieder der Seehofer, stellt sich hin, ne, und sagt den Satz des Jahres. Die Migration ist die Mutter aller politischen Probleme. Falsch, habe ich mir gedacht, Horstl. Die Probleme, die wir vor Ort mit verursachen, das ist die Mutter aller Migration. Du musst den Satz nur umstellen. Aber das sieht sie so. Aber gut. Die CSU hatte ja in diesem Jahr also sprachlich, also was die Sprache, eine Verbaldiarrhoe nach der anderen. Na, wenn Geflüchtete bei uns von ihren Grundrechten Gebrauch machen, dann sind das finstere Machenschaften der Anti-Abschiebeindustrie, hat der Dobrindt gemeint. Die Menschen flüchten auch nicht aus Not und Verzweiflung. Nein, es sind laut Markus Söder Asyltouristen. Asyltouristen. Was die machen, das ist so eine Art Kreuzfahrt. Und die Tage, die sie in ihrem Schlauchboot auf dem Mittelmeer verbringen, das ist im Bordprogramm ausgewiesen als Erholung auf See. Na, die Seenotretter retten auch keine Menschen vorm Ertrinken, sondern die verdienen sich eine goldene Nase mit ihrem Shuttle-Service, hat der Seehofer gemeint. Aber gut, Seehofer, den war, okay, der hat ja seine, hä? Wie der auf die Kanzlerin losgegangen ist. Mal ehrlich, das hätte ich mich in all den Jahren meines Wirkens niemals. Ehrlich. Niemals getraut. Seehofer hatte irgendwann nur noch ein Ziel, alles zu torpedieren. Wenn es in dem Filmklassiker Das Boot heißt, Rohr 1 bis 4 bewässern, dann liegt in der Abschusskammer immer der Seehofer. Sein zweites großes Ziel war, der größte Abschieber aller Zeiten zu werden. Im Schulterschluss mit dem schneidigen Sebastian Kurz aus Österreich und dem italienischen Fascho Salvini. Oh, war der stolz auf das gemeinsame Selfie mit den beiden. Feist haben sie in sein Smartphone gegrinst, entschlossen im mutigen Kampf gegen die Schwächsten. Europa abschotten. Sebastian Kurz sprach ganz erhaben von der neuen Achse Rom-Wien. Dann hat er sich ganz kurz noch auf seine Restgeschichtskenntnisse besonnen. Gerade noch die Kurve gerichtet und München. Die neue Achse der Willigen. Ne, oder auf Österreichisch die Ochsen der Willigen. Und die beiden Größten. Und die beiden größten Ochsen der Willigen, Kurz und Seehofer, haben sich in die Hand versprochen, im Mittelmeer die Außengrenze Europas zu schützen.
Die beiden großen Marinenationen? Österreich und Bayern wollen im Mittelmeer. Wahrscheinlich schicken die Österreicher ihren Kanutenverband nach Lampedusa. Und Bayern zieht zwei Schaufelraddampfer vom Tegernsee ab. Es ist echt. Das war in diesem ganzen Jahr eine Hauptsache. Stimmung. Da war echt. Das war in diesem ganzen Jahr Hauptsache irgendwo Stimmung gemacht, Hauptsache viel heiße Luft produziert, um am rechten Rand, damit kennt sich der Seehofer am besten aus, der war ja fast geplatzt vor Stolz, ne, als er sein Rückführungsabkommen mit Spanien geschlossen hatte. Darüber lacht sich der spanische Premier Sanchez heute noch kaputt, dass er Flüchtlinge zurücknehmen muss, die an der bayerisch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden, die zuvor in Spanien registriert wurden. Da muss man nur mal seinen alten Dirke-Atlas vom Speicher holen und nachschlagen. Ein in Malaga registrierter Migrant, der nach Deutschland will, der macht es natürlich nicht auf dem direkten Weg über Frankreich, die Schweiz oder Belgien. Nein, der sagt sich, oh ja, da hänge ich doch noch ein Jahr dran. Da pilgere ich noch ein bisschen auf dem Jakobsweg. Dann mache ich mich mal über die Alpen nach Österreich. Dort hat's den Großglockner, da war ich noch nie. Und wenn sie mich dann in Freilassing kontrollieren und sagen, bist aber ganz schön rumkommen, Respekt, dann gehe ich halt wieder zurück nach Spanien. Dort ist es immerhin wärmer und ich darf gleich was arbeiten. So was mussten wir uns erklären von unserem Bundesinnenminister, dem obersten Verfassungsschützer. Da sollst du noch vertrauen. Wie oft ich gedacht, bitte lass es vorbeigehen. Ich will einfach nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Da gibt es denn nichts anderes, was wir irgendwo vielleicht mal machen können. Doch, zum Glück. Zum Glück gab es dann Ablenkung, zum Glück kam die schönste Nebensache der Welt, der Fußball. Na, los ging's mit der Champions League und da gleich im Netz wilde Spekulationen, weil der FC Liverpool im Endspiel stand. Was da alles hätte passieren können, die Zusammenhänge, weil ja alle. 1981 heiratet der englische Prinz, Liverpool gewinnt den Europacup der Landesmeister, also den Vorläufer der Champions League, und der Papst stirbt. 2005 heiratet der englische Prinz nochmal, Liverpool gewinnt die Champions League und der Papst stirbt. 2018 heiratet mit Harry schon wieder ein englischer Prinz, Liverpool steht im Finale der Champions League, zum Glück für den Papst gewinnt Real Madrid. Danach. Danach kam die Fußball-WM. Ja, da müssen wir jetzt durch. Wir waren ja schnell wieder weg. Eigentlich hätten wir im Frühsommer von dem ganzen Unionsstreit und den Querelen gar nichts mitbekommen dürfen sollen müssen, weil es war ja Fußball, war die Fußball-WM. Andererseits haben viele gesagt, es gibt Wichtigeres als Fußball. Dumm nur, dass sich das unsere Spieler im entscheidenden Match gegen Südkorea auch gesagt haben. Danach die große Abrechnung. Wer war schuld? Natürlich nie das Kollektiv, nie das System. Wir brauchen einen, den wir rauspicken können. Ah, der Özil. Der Özil, schon davor. Dieser Trikottausch von Özil und Gündoğan mit Tadjib, dem türkischen Despoten. Fragen über Fragen. Danach stehen die beiden in der Startelf. Und wenn ja, wer nimmt Erdoğan als Balljungen an die Hand? Was für ein Aufreger, oder? Hä? Zwei Fußballer und ihr Trikotgeschenk. Skandal. Pfiffe bei jedem Ballkontakt. Hallo, ich meine, wir laden den selbsternannten Sultan wahlwirksam zum Staatsbesuch in Berlin ein, veranstalten ein Festbankett, liefern nach wie vor wie die Blöden an sein Regime. Das wäre mal ein Grund, sich aufzuregen und den Fernseher aus dem Hotelzimmer zu schmeißen. Aber wenn zwei Fußballer, meine Güte, da sagt man sich, dumm kickt gut und aus ist.
Hey, ja, kommen wir doch mal einfach. Also, bitte. Aber nach dem frühen Ausscheiden stand der Schuldige fest. Özil, der für alles herhalten müsse. Der wahre Watschenbaum des Jahres. Die Experten am niederen Stammtisch waren sich gleich einig. Das habe ich sowieso noch nie verstanden. Was Türke in der deutschen Nationalmannschaft verloren haben. Polen, okay, das sind erweitert ja noch mehr, aber. Aber doch kein Türk. Soll er doch für die Türkei spielen? Geht nur leider nicht, weil er nur einen Pass hat. Den Deutschen. Ja, ist egal. Er soll auf jeden Fall soll er dorthin zurück, wo er herkommt. Also dorthin, wo er geboren wurde, nach Gelsenkirchen. Jetzt sind wir nach dem Nations Cup ganz in der Zweitklassigkeit verschwunden. Ja, und warum? Der Özil, der spielt ja nicht mehr mit. Was fällt dem eigentlich ein, einfach zurückzutreten, anstatt sich für sein Land ein bisschen neu zu hängen? Sauerei! Immerhin habe ich mir gedacht, der Özil war wenigstens einer, der zurücktrat. Der Rest in diesem Jahr, wo man stündlich damit gerechnet hat. Seehofer, die Merkel, Jogi Löw, DFB-Chef Grindel, der gelackte Bierhoff. Alle blieben. Ne Bierhoff mit seinen. Bierhoff mit seinen tollen Marketing-Einfällen. Motto, wie wir heißen, die Mannschaft, wie soll es denn sonst heißen? Maulwurfhügel? Nein. Die Mannschaft. Tolles Motto hatten sie auf die Trainingstrikots geflockt. Best never rest. Danach haben sie umgeflockt. Rest in peace. Was mich nur erstaunt hat, war diese Fußball-WM in Russland. Warum fand die überhaupt statt? Beim Gott sei bei uns. Bei Putin. Seit 3 Jahren wird sanktioniert und sanktioniert und sanktioniert. Und alle sagen, mach bloß nichts mit den Russen. Und dann wieder neue Sanktionen nach diesem Novichok-Giftgasanschlag in Salisbury auf den übergelaufenen Doppelagenten Skripal. Die Briten haben erst gedacht, wird ein neuer James Bond gedreht. Aber 2 Minuten später war allen klar, nein, die Russen waren's. Putin hat erst mal gemauert und hat dementiert. Glauben Sie wirklich? Wenn es russisches Nervengift gewesen wäre, dann würde Skripal noch leben. Danach hat er erst mal seinen Geheimdienst zusammengestaucht. Die haben sich aber auch angestellt, wie Spion und Spion, wie die Volltrottel. Haben wir auch gelacht, da konnten wir noch nicht ahnen, dass bei uns später ein Geheimdienstchef ist noch viel doller. Aber zu dem komme ich gleich. Nein, jedenfalls war klar, Skripal, neue Sanktionen, die Ukraine. Und dann die nächste Provokation, die Brücke vom russischen Festland auf die Krim. Oh, da war die EU richtig sauer. Wie kann das sein, dass sie da eine Brücke bauen in einem erdbebengefährdeten Gebiet, 19 Kilometer übers Meer, und die sind auch noch in der vorgegebenen Zeit fertig? Und halten den Kostenrahmen ein. Und mit dem Geld hätten wir gerade mal das erste unterirdische tote Gleis von Stuttgart 21 fertiggestellt oder einen Taxistand am Berliner Großflughafen. Ja, nicht dumm. Was brauchen die an ihrem Flughafen Taxistand, hä? Welche Taxis sollen da noch hinkommen? Sind doch fast alles Diesel. Damit wären wir bei der Debatte des Jahres, oder? Der Diesel. Also erst was mal der Feinstaub. Dann haben sie Anfang des Jahres gemerkt, oh, die hohe Belastung kommt gar nicht von den Autos, die kommt vom Silvesterfeuerwerk. Also schnell abgelenkt ist der Diesel. Also wieder ein neuer Begriff, Stickoxid, NOx. Also haben gesagt, Leute, kauft Benziner. Und jetzt zum Jahresende die trübe Erkenntnis, weil viel mehr Benziner unterwegs sind, SUFs, die 15, 16 Liter brauchen, ärgerlich, mehr CO2-Ausstoß, Klimaziele kaputt. Aber es braucht halt einen Schuldigen. Na, nicht nur deshalb. Wir sind die größten Kohleverbraucher weltweit. Wir verpesten die Luft mit unseren Kraftwerken und Großindustrien. Wir liegen im Klimaranking weit hinter Marokko, Indien oder Bulgarien. Da braucht's halt einen Sündenbock, den Diesel.
Der Özil der Autos. Fahrverbote. Fahrverbote in den Städten. Los ging's in Hamburg, das war ganz clever. Da haben die zwei Straßenzüge gesperrt für Diesel. Der eine 1,2 Kilometer lang, der andere 800 Meter lang. Jetzt müssen die Diesel, die dürfen doch nicht geradeaus weiterfahren, die müssen die Parallelstraße nehmen, um dann wieder auf die Allee zurückzukommen. Sollen ja alle was haben vom Diesel. Die beiden gesperrten Alleen liegen Luftlinie knapp 800 Meter vom Hamburger Hafen entfernt. Dort liegen die Containerriesen und die Kreuzfahrtschiffe, atmen ihr giftiges Schweröl ab, lachen sich schlapp und tanzen Schlepperballett. Diese Dieselfahrverbote in Hamburg, habe ich mir gedacht, dagegen ist der Bestseller Wir Bürger von Schilder ein hochwissenschaftliches Sachbuch. Na, aber. Und jetzt hängen. Aber es kommt ja immer mehr. Jetzt hängen die Gerichte. Eine Unverschämtheit. Fahrverbot um Fahrverbot. Da muss man gegenhalten. Und da hat sich die Fürsorge unserer Kanzlerin gezeigt. Also in diesem Fall die der CDU-Vorsitzenden kurz vor der Hessenwahl. Sie war in diesem Jahr bis zum Schluss ja beides. Eine gespaltene Persönlichkeit und Fahrverbote in Frankfurt. Oh, nee. Da hat sie ja mal gleich ganz klar gesagt, wir ändern da im Rahmen des Emissionsgesetzes die Grenzwerte. Die werden hochgesetzt, so vermeiden wir Fahrverbote. Man muss ein Gerichtsurteil auch mal in Frage stellen und ignorieren. Das kenne ich noch sehr gut aus meiner früheren Heimat. Aber sie hat auch gemahnt. Sie hat gemahnt und gedroht. So ein bisschen, ne? So wie man es halt von ihr kennt. Natürlich muss auch die Automobilindustrie, die massiv Vertrauen zerstört hat, hier einen kleinen Beitrag leisten. Oh. Da haben die aber mal gezittert in den Chefetagen. Na, wenn die mal nicht mehr ist, was kommt denn dann mit ihrer Nachfolgerin? Das nehmen sie auch locker. Na, die wissen, dass sich nichts zum Negativen ändern wird, weil sie sagen, schon ihr Zweitnachname zeigt uns ja, dass sie eine von uns ist. Karrenbauer. Nein, es ist echt, es ist. Gesetze ändern. Gesetze ändern, damit die Industrie, die alles verursacht hat, keine Verantwortung übernehmen muss. Was tut man hier alles für eine marktkonforme Demokratie? Vielleicht hätten wir die Messstellen für den Schadstoffausstoß schon vor Jahren im Kanzleramt aufstellen sollen. Aber nicht nur da, auch im Thomas-Dehler-Haus der FDP. Die FDP mittlerweile ja die größte Dagegen- und Neinsagepartei der Republik. Ne, vor Hessen hat ihr Chef Christian Lindner, ne, der kleine Feigling, immer wenn es drauf ankommt, sich verpisst. Der hat im Wahlkampf noch mal alles gegeben, hat die Supertrumpfkarte aus seinem Autoquartett gezogen und gesagt, mögliche Fahrverbote in Frankfurt kann ich sein, nicht mit der FDP, kann ja wohl nicht sein, das mit den Grenzwerten, die kämen ja nur deshalb zustande, weil die Messstellen viel zu nahe an der Straße stünden. Direkt auf Auspuffhöhe, bitte, wer kriecht schon durch Frankfurt? Gut, am Wochenende finden wir zwei oder drei, aber trotzdem. Das muss man ändern, weiter wegstellen auf irgendeinen Feldweg im Taunus. Das ist erweitert ja irgendwie auch noch Frankfurt. Lindner, der hat in diesem Jahr auch was Tolles. Lindner, der hat auch auf das Bringerthema des Jahres gesetzt. Flüchtlinge, Migration, Ausländer. Er war mal wieder beim Bäcker. Das ist interessant. Immer wenn der Lindner uns zeigen will, dass er nicht nur der abgehobene Feinripp-Posterboy ist, sondern mit beiden Beinen im einfachen Leben steht, dann kommt irgendwas beim Bäcker. Als der Mindestlohn viel zu spät und viel zu mickrig eingeführt wurde, war der Lindner wo? Beim Bäcker. Und hat sich aufgeregt, dass dieser Micker-Mindestlohn doch tatsächlich hier und da auf seine Einhaltung überprüft wird. Und da hatte er ein Erlebnis, das muss bei ihm posttraumatische Belastungsstörungen hervorgerufen haben. Also du stehst beim Bäcker und dann kommt der Zoll, bei dem 1600 neue Leute eingestellt wurden und fällt bewaffnet in den Verkaufsraum ein. Ja, ist ja klar, mit Maschinenpistolen wahrscheinlich und mit allen 1600 Mann an der kleinen Bäckerei um die Ecke.
Dieses Jahr war er wieder mal beim Bäcker und hat den Angstschürhaken vor Überfremdung geschwungen. Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Ausländer, ja, Chrissy, habe ich mir gedacht, wenn ich beim Bäcker in der Schlange stehe, dann weiß ich oft auch nicht, ob der vor mir, der in perfektem Deutsch sein Krustenbrot bestellt, ein ehrlicher Steuerzahler ist oder ein FDP-Sympathisant, der... der gerade wieder sein Schwarzgeld in die Karibik verschoben hat. Aber ich war ja noch beim Diesel. Und da sah ich gut, dass die Autobauer zum Jahresausgang einen neuen Vertriebspartner gefunden haben, das Kraftfahrtbundesamt. Gell? Ist toll, hat mit Steuergeld finanzierte Briefe verschickt an 1,5 Millionen Dieselbesitzer mit dem Hinweis, sie mögen doch ihre zum Teil gerade mal ein Jahr alten Diesel umtauschen im Sinne der Umwelt. Es gäbe ja schließlich tolle Prämien und Lokangebote. Und gut, könnte sein, dass man im Einzelfall mal 15.000 Euro drauflegt, aber egal. Zu näheren Informationen mögen sich die betrogenen Dieselbesitzer doch bitte direkt mit den Bescheißern von VW, Daimler oder BMW in Verbindung setzen. Für die Umwelt natürlich, ne, ist klar. Okay, es muss ein rohstoffverzehrender Neuwagen produziert werden und der alte Stinker fährt trotzdem weiter irgendwo an den Masurischen Seen, weil dort hat es ja keine Innenstädte. Hauptsache bei uns wird für die Bescheißer die Konjunktur angekurbelt. Ja, sagen mir viele, können wir halt nichts machen. Wir können doch nichts machen. Der Verband der deutschen Automobilindustrie, der ist halt zu mächtig. Der VDA, das ist bei uns so eine Art National Rifle Association auf Rädern. Aber und die armen Dieselbesitzer. Und die armen Dieselbesitzer, um die müssen wir uns kümmern. Das sind ja auch Wähler. Und die wurden umgarnt vor den Schicksalswahlen in diesem Jahr in Bayern und in Hessen. Oh, da war wirklich was los, oder? In Bayern, ich war noch so, ich habe gedacht, was für eine Aufbruchstimmung vor der Landtagswahl in Bayern. Hoffnung, ein Volk wacht auf, die Umfragen. Die CSU bei 33%, dann bei 32%. Eine Regenbogenkoalition ohne die CSU schien möglich. Und dann am Wahlabend 32, 33 und dann doch wieder über 37% für die CSU, nach all dem, was sie sich in diesem Jahr geleistet hatte. Da habe ich mich schon gefragt, gibt es wirklich noch so viele Menschen in Bayern, die dort noch auf Almen oder in Erdhöhlen hausen, ohne Radioempfang, ohne Zugang zu Information? Ist das der Grund, weshalb 5G im ländlichen Raum nicht kommen soll? Um sich die Stammwähler zu sichern? Na, viele sagen ja, schuld waren die Meinungsforschungsinstitute. Na, die haben den Menschen in Bayern mit ihren Umfragen Angst vor der eigenen Courage gemacht. Und dann hat halt viele Bayern, hat dann die vorher noch... Mir ist an mir... Dann hat viele Bayern halt den Mut irgendwo in letzter Sekunde verlassen. Die haben gesagt, um Gottes Willen, Bayern ohne CSU, womöglich mit den Grünen müssen. Dann ist es vorbei. Dann kommt der Russe. Dann sind die Alpen weg. Seen und Flüsse vertrocknen und der Himmel stürzt ein. Das haben sie in all den Jahren geschafft, den Leuten einzuimpfen, dass alles in Bayern irgendwie CSU ist. Dabei haben wir doch gefeiert in diesem Jahr. 100 Jahre Revolution. 1918 ging ja schon vor dem Matrosenaufstand los. Wo? In Bayern. Kurt Eisner schenkt den Bayern den Freistaat und die Demokratie. Das ist eine ganz schwarze Stunde im Selbstverständnis der CSU, dass es ein Sozialdemokrat war, der den Freistaat erfunden und ausgerufen hat. Okay, denkt heute keiner mehr dran. Ist klar, das haben die geschafft. Dass die Menschen in Bayern glauben, dass es der Herrgott war, der ihr Land eigenhändig aus Felsen geschnitzt hat.
Und der Herrgott ist ja spätestens seit Christi Geburt CSU-Mitglied. Nein, in den Umfragen. Bayern war kaum vorbei, kam Hessen das gleiche Spiel. Oh, wenn die CDU verliert, dann droht womöglich ein grüner Ministerpräsident, sogar einer mit Migrationshintergrund. Das könnte ich nicht ertragen. Der Puffi mag sein, wie er will, aber das könnte ich nicht. Da muss ich doch noch mal ins CDU. Weil der Puffi, wenn mir der Puffi nicht was käme, dann. Mein Hesse wäre das nicht mehr. Mein Hesse, das war immer Appleboy, Handkäse mit Musik und alle wascht. Mein Hesse, das war für mich immer der Einschenk, die Lia Wöhe und der Reno-Nonsens im blauen Bock. Und am Ende sah ich dann nach der Hessewahl in der Tagesschau, der neue hessische Ministerpräsident Al-Wazir. Der neue hessische Ministerpräsident Al-Wazir. No, dann wäre es vorbei, dann wäre die Welt im Gulli. Alles gut. Ist also okay, Bouffier bleibt, ist ja gut, man muss ja auch noch mal beleuchten, was er beim NSU-Skandal und irgendwo, aber egal, er bleibt. Es bleibt 120 Jahre unter Verschluss, aber Bouffier bleibt, wie auch die Erkenntnisse, die bleiben auch unter Verschluss. Und er wurde auch massiv unterstützt von der jungen Union, dem Nachwuchs der Konservativen. Die junge Leute sind, da sind Leute drin, die so zwischen 16 und 25, die sind im Hirn schon so verkreist. Da ziemjagt's aber schwer, mein lieber Freund. Die Junge Union München Nord, die hat zeitgleich mit der AfD, vor ein paar Wochen lief in der ARD der Polizeiruf 110, das ist der Osttatort. Ne, Rostock, ein Krimi ist Fiktion. Und die Kommissarin, Frau König, ist erkennbar sozial eingestellt, also ein bisschen zu sozial, also links. In ihrem Büro waren zwei Aufkleber erkennbar, stoppt Nazis und AfD. Also ist ja diese Verfuck, also FCK, AfD. FCK, da haben sich viele noch gewundert. Und gesagt, was hat denn der FCK Kaiserslautern in Rostock? Ist da ein Spiel jetzt? Ne? Und jetzt haben die Junge Union München Nord und die AfD, haben die ARD angemacht. Von wegen, geht ja wohl gar nicht. Verletzung der politischen Neutralität. Sag ich, hey, das war ein Krimi und kein Politmagazin. Und da hat die ARD aber auch Rückgrat bewiesen, wie ein Marshmallow. Und hat für die Mediathek die Aufkleber aus dieser Folge rausretuschiert. Ich sag, wenn wir so anfangen, mal sehen, was als nächstes kommt. Junge Union, links, links. Ich habe immer diese Angst, was bitte ist denn bei uns noch links im Land? Hä? Die SPD? Oh, doch, ja. Da müssen wir aufpassen. Da hat der in den einstweiligen Ruhestand versetzte oberste Aluhut und Verschwörungstheoretiker der Republik was aufgedeckt. Hans-Georg Maaßen. Der hat in der SPD tummeln sich linksradikale Kräfte. Seitdem suche ich nach denen. Ich krieg schon regelmäßig Angst, wenn Olaf Scholz um die Ecke kommt. Denk mir nicht, dass er die Sturmhaube auspackt, sich einen Pflasterstein schnappt und mit dem Schottern beginnt. Sowas wollte uns der Maaßen, der oberste Verfassungsschützer, der die letzten Jahre nur eins im Sinn hatte, die AfD vor der Verfassung zu schützen. Und die müssen jetzt aufpassen, weil jetzt droht Beobachtung. Ihre Nachwuchsorganisation wird schon beobachtet. Deshalb soll sie aufgelöst werden. Freut sich die Junge Union München Nord über viele potenzielle Neuzugänge. Aber die Alten in der AfD, die sind jetzt vorsichtig. Die haben sich einen Verhaltenskodex auferlegt und gesagt, ja, gewisse Begriffe sollen nicht mehr verwendet werden. Einen Massenmord als Vogelschiss zu bezeichnen, kommt vielleicht nicht mehr so gut an beim neuen Chef vom Verfassungsschutz. Höcke muss sich auch zügeln. Seine Hauptparolen sind ja direkt abgeleitet von Hetzreden von Hitler und Goebbels. Aber da hatte ihn der Maaßen noch gewarnt und hat gesagt, übertreib's nicht. Sonst kriegst du ein Verfahren an den Hals, das wird teuer.
Verstoß gegen das Urheberrecht. All die Jahre, die AfD. Immer, hey, hör mal, immer die AfD mit ihren völkischen Verlustängsten, die Sachen loslässt wie: Andere Parteien wollen Zuwanderung nur, damit die Deutschen in einem großen europäischen Brei aufgehen. Sind wir doch schon lang, oder? Wir sind doch schon ewig ein europäischer Brei, ein Weltbrei sogar. Gibt's ein tolles Buch von Johannes Fried, Die Deutschen. Und da wird klar, den Deutschen als solchen, wie ihn manche gerne hätten, den Bio-Deutschen, den gibt's gar nicht. Den gab's noch nie. Der Deutsche war von Anfang an ein Migrant. Die Franken kamen ursprünglich aus Troja, aus der heutigen Türkei. Die Schwaben kamen dereinst übers Meer, woher auch immer. Die Bayern kamen aus Armenien, die Sachsen aus Babylon ins Land gesegelt, aus dem heutigen Irak. Ausgerechnet die Sachsen. Das ist eine Unverschämtheit. So was muss mir nicht gefallen lassen. Romanen, Kelten und Vandalen vermischten sich bei uns mit zentralasiatischen Hunnen im Rhein-Main-Gebiet. Deshalb hat es hier so viele mongolische Restaurants mit diesen All-You-Can-Eat-Buffets. Der reinrassige Deutsche an sich ist also von Anfang an ein Wechselbalg. Und da ist der Afrikaner als Wiege unserer Menschheit noch gar nicht dabei, der den Mittelfranken das interlabiale L geschenkt hat. Fällt mir eine tolle Filmszene ein mit Kurt Jürgens als General Harras in Zuckmeyers Des Teufels General. 1944 spielt die Szene, wie er seinen Leutnant Hartmann zusammenfaltet, weil der über eine Unklarheit in seinem arischen Stammbaum jammert. Sagt, ja, seine Verlobte hätte deswegen die Verlobung gelöst, weil bei ihm, bei einer Urgroßmutter, da wäre einiges unklar. Er könnte nicht bis in die vierte Generation das nachweisen. Und das wäre es dann wohl mit seiner Karriere bei der SS. Und deswegen hätte sie ihn verlassen. Und da hat der Kurt Jürgens ausgeholt, hat ihn zusammengefaltet. Sie kommen doch vom Rhein, Hartmann. Und denken Sie mal nach. Was kann da nicht alles vorgekommen sein in einer alten Familie vom Rhein? Von der großen Völkermühle, von der Kälte Europas. Jetzt stellen Sie mal Ihre Ahnenreihe vor, Hartmann, seit Christi Geburt. Da war vielleicht ein römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, braun wie eine reife Olive. Der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie. Der ist noch vor der Heirat Christ geworden und hat eure katholische Haustradition begründet. Dann kam ein griechischer Arzt dazu oder ein keltischer Legionär, ein graubündner Landsknecht, ein schwedischer Reiter, ein Soldat Napoleons, ein desertierter Kosak, ein wandernder Wanderbursch, ein Müllerbursch vom Elsass, ein Magyar, ein Pandur, ein französischer Schauspieler, ein böhmischer Musikant. Das alles hat am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen, gesungen und Kinder gezeugt. Und der Goethe und der Beethoven und der Matthias Grünewald, die kamen alle aus demselben Topf. Es waren die Besten, mein Lieber, die Besten der Welt. Und warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben, vermischt wie die Wasser aus Quellen und Bächen und Flüssen, damit sie zu einem großen, lebendigen Strom zusammenrinnen. Das ist natürlicher Adel. Seien Sie stolz darauf, Hartmann, und seien Sie froh, dass Sie die blöde Schnepfe los sind. Des Teufels General, ein großartiger Film. Sollten wir vielleicht öfters mal im Osten zeigen? Besonders in Chemnitz, oder? Chemnitz? Chemnitz, was für ein medialer Hotspot in diesem Jahr. Nach der Randale gab es ja ein klares Zeichen gegen rechts. Das Konzert vieler Gruppen bei freiem Eintritt war schön. 60.000 Besucher, ein starkes Signal für Toleranz. Die Toten Hosen waren da, viele andere auch. Und da haben sich manche Chemnitzer gefragt, was müssen wir damals für eine Randale machen, damit der Helene Fischer mal zum Benefiz vorbeikommt?
Vielleicht hätte Ihnen das der Maaßen erklären können. Die Maaßenverschwörung. Die Maaßenverschwörung hat dann die Wahlen in Bayern und Hessen doch maßgeblich beeinflusst. Ne, diese Erdrutschniederlagen, da haben viele gedacht, oi, jetzt gibt's am Abend noch Konsequenzen, da geht's aber gleich los. Nein, erstmal kamen die üblichen Reaktionen, wie immer, den noch verbliebenen Wählern danken, den Endspurt loben. Wir werden das morgen in aller Ruhe analysieren. Dann treffen Sie im Parteivorstand, treffen Sie die Gremien. Heute ist kein Tag für voreilige Schuldzuweisungen. Ohne die CDU kann keine Regierung gebildet werden. Wir sind weiter klar stärkste Kraft. Natürlich eine herbe Schlappe. Die Wähler. Und dann war nach Hessen auf einmal doch alles plötzlich ganz anders. Eine Ära an ihrem Ende. Die Kanzlerin kündigt am Montag nach der Wahl an, für den Vorsitz der CDU nicht mehr kandidieren zu wollen. Bundeskanzlerin allerdings sei sie bereit zu bleiben. Bis 2021. Und jetzt geht's ja schon los. Jetzt malen bei Angela Merkel schon alle das große Bild der Verklärung. Was wird von ihr bleiben? Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Wie viele Seiten muss man für sie reservieren? Reicht da ein Band überhaupt aus? Oder brauchen wir eine ganze Regalwand wie beim Brockhaus? Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik verkündet ein Regierungschef selbstbestimmt sein Ende. Was für eine noble Geste, was für ein ehrenhafter Abgang. Hallo? Wir wissen doch alle, wie es gelaufen ist, oder? Selbstbestimmt, schon im Sommer entschieden. Am Abend der Hessenwahl waren alle da irgendwann. Der Schäuble, der Merz, die Mittelstandsvereinigung. Da hat sie sich noch gewundert. Nun, warum habt ihr alle Messer dabei? Machen wir noch ein Picknick? Selbstbestimmt, man denke an die Warnung des Pfarrers in Friedrich Dürrenmatts Besuch der alten Dame. Flieh! Die Glocke dröhnt in Güllen, die Glocke des Verrats. Flieh, führe uns nicht in Versuchung, indem du bleibst. Nun also, ihr Abschied, das haben viele noch gar nicht so realisiert. Am Morgen des Parteitags, da wurden auf der Straße Stimmen eingefangen, von wegen, ja, welchen von den drei Kandidaten würden Sie denn wählen? Und da kam von den meisten die Antwort, die Merkel? Ich sag, die Merkel? Dieses Schaulaufen bei den Regionalkonferenzen, dieser Reste-Rampen-Contest, aber glasige Augen aller Arten. Ha, man hat die CDU aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst, hat der Strobel gemeint. Die CDU lebt, die CDU entdeckt gerade die Demokratie. Was, doch schon so früh? Über 70 Jahre nach der Gründung, ja Respekt. Von Wolfgang Schäuble ganz nach vorne an die Resterampe geschubst, Friedrich Merz. Danach musste er zu ihm sagen, ist over, aber erstmal ließ Frieder die Union träumen und lässt sie noch, einer wie er, jahrelang in der Finanzunterwelt weg. In der Finanzwelt unterwegs, Entschuldigung. Der so einen brauchen wir. So einen brauchen wir, der hat Erfahrung in den weltweiten Finanzwirren. Da wird einer wie Finanzfritze Merz, der wird als Fels in der Brandung, also als Rock, also als BlackRock, wird er sich als Wellenbrecher den Finanztsunamis entgegenstemmen, um Deutschland, Europa, die Welt. Es war doch eigentlich alles klar. Und dann wegen 18 Stimmen scheitert er doch wieder. An wem? An Angela Merkel. Die hat sich eins gegrinst, hat nur gemeint, BlackRock, es gibt nur einen schwarzen Felsen, an dem alles abprallt und an dem alle zerschellen. Und das bin ich. Ist echt toll. Es ist wirklich, Merz ist.
Merz, alle haben gesagt, oh, so einen brauchen wir. Der war lange nicht mehr in der Politik, den brauchen wir. Ein Phänomen. Einfach mal 10, 15 Jahre aus der Politik verschwinden, in die Wirtschaft abtauchen, um plötzlich wieder da zu sein. Aufgetaucht wie ein U-Boot. Ich hatte schon Angst. Da kommen andere noch mit hoch. Roland Koch. Der Vorzeige-Wirtschaftsfachmann, lange Zeit steckbrieflich gesucht, weil da mit ein paar Millionen irgendwas nicht so sauber gelaufen soll in der freien Welt. Gut, das ist CDU-Alltagsgeschäft halt. Na, aber dieses Ganze lange genug aus der Politik raus sein, um dann umjubelt zurückzukommen, das ist wirklich toll. Wenn das Schule macht, vielleicht ist das mit Markus Söder im Januar auch noch nicht durch. Die sichere Wahl zum Parteivorsitzenden. Sagen alle, wird der, weil tritt ja sonst keiner an. Noch. Vielleicht hat der Seehofer noch eine Platzpatrone im Lauf. Und schlägt einen Gegenkandidaten vor. Einen, nach dem sich auch viele verzehren, sich ihn zurückwünschen wie Frieda. Vielleicht kommt der geölte Onkel aus Amerika zurück. Karl Theodor, der Lügenbaron. Ich verstehe es. Also lang Verschollene, ne, die als Heilsbringer in ihre Parteien zurückfinden, um sie zu retten. Bei der SPD müsste sich da auch was tun. Andrea Nahles ist zwar noch gar nicht so lange im Amt, aber schon am Ende. Ne, viele sagen, das unverbrauchte Gesicht der SPD, die so wirkt, als hätte sie schon unter August Bebel gedient. Aber ich denke, wenn sie weg ist, wenn sie gehen muss, wer soll da kommen? Ne, lange raus aus der Politik und skrupellos in der Wirtschaft unterwegs. Na, das kann ich euch sagen, ne? Ist ja noch nicht so lange her, 20 Jahre her. Ich mach's noch mal. Und bei den Schwarzen ist auch toll, die möglichen Thronfolger im Kanzleramt. Eine AKK, die Mini-Merkel, die jetzt ihr christlich-konservatives Profil über die uralten Abtreibungsdebatten zu schärfen versucht, um den Kittelschürzen-Charme der 60er Jahre in den Biedermeier-Mief der Letztwähler zu pusten. Der andere ist auch nicht besser. Der Mini-Merz Jens Spahn, der ist ja alles. Der ist, kann ja alles. Und der hat in diesem Jahr, der ist ja ein Kompetenz-Allrounder. Das ist ja unglaublich. Der ist ja für alles zuständig. Vor allem hat man immer schön gesehen, wie nahe er am Menschen ist und an den Problemen der Menschen. Hat man schön in der Hartz-IV-Debatte gesehen, wie Jens Spahn sich Leute vorstellt, die von Hartz-IV leben müssen. Stellt er sich hin und sagt, mit Hartz-IV hat jeder das, was er zum Leben braucht. Jo, ermöglicht nicht die Teilhabe am Leben, oft keinen Kinobesuch, kein Eis. Und wenn man was an den Zähnen hat, wird's auch eng. Wahrscheinlich wollte er sagen, Hartz-IV ist wie reich sein, nur ohne Geld. Irgendwann hat er dann gemerkt, welchem Ministerium er vorsteht. Gesundheit. Gleich hat er wieder losgeholzert. Ja, wird viel übertrieben. Zwei-Klassen-Medizin gibt's bei uns doch gar nicht. Ja gut, dass man länger auf einen Arzttermin warten muss als Kassenpatient. Ne, da hat er auch schon die Antwort wahrscheinlich schon vorbereitet und wird irgendwann sagen, schauen Sie, wer monatelang auf einen Arzttermin warten musste, diesen dann trotzdem noch wahrnehmen konnte. Daran lässt sich doch erahnen, so lebensbedrohend kann die Erkrankung ja wohl nicht gewesen sein. Spahn, ehrlich, Spahn ist einer, ich bin schon lange im Geschäft, aber bei einem wie ihm fehlen mir echt manchmal die Worte. Da bin ich so froh, dass wir die Berliner Tageszeitung haben, die Taz. Die hat ihn in diesem Jahr so trefflich beschrieben, wie man es besser wirklich nicht machen kann. Die haben gesagt, keiner ist den gruseligen Anforderungen dieses Amtes so gewachsen wie dieser riesige, leblose Mann mit der Bestatterbrille und der Mimik einer frisch exhumierten Moorleiche. Na, wobei... Wobei muss man sagen, Moorleichen den großen Vorteil haben, sie sagen nichts. Also egal, geredet wurde eh viel in diesem Jahr. Viel wirres Zeug, da war Spahn nicht alleine. Andrea Nahles war auch dabei, der sozialdemokratische Backfisch. Ne, ich hab mir, was kam von ihr in diesem Jahr eigentlich Wegweisendes? Also so irgendwas, Aufbruch, also irgendwas,
Irgendwas zur Umwelt irgendwie? Nö, ne? Irgendeine Vorstellung, wie die Partei nach vorne kommt? War da was? Ja, doch, hat sie gesagt, doch, wir müssen uns klar von den Grünen abgrenzen. Jo, ich sag, super Idee. Und ansonsten, die Jusos mögen sich bitte mit Kritik zurückhalten. Kevin Kühnert soll sich zügeln. Also einer der wenigen in der Chaos-Truppe, der manchmal etwas Vernünftiges von sich gegeben hat. Aber gut, als Parteivorsitzende, da muss Andrea Nahles natürlich auch das große Ganze stets im Blick haben. Die muss immer schon, ja, wenn also eine 14% Volkspartei als Vorsitzende, da muss man wissen, was ihr Volk auch braucht. Und sie hat einen Parlamentskreis mitbegründet. Andrea Nahles unterstützt den Parlamentskreis Pferd. Der wurde initiiert von zwei CDU-Hinterbänklern. Der Hauptbetreiber des Parlamentskreises Pferd heißt mit Nachnamen auch noch Stier. Einer von der FDP ist natürlich auch dabei. Natürlich auch von Frau von der Leyen mit ihrem Wallach. Und die doofe Nahles kommt nicht auf die Idee zu sagen, okay, ich überlasse diesen Blaublütern mal die Sache. Dann kann ich schön dagegen wettern. Von wegen, na ja, also das scheinen in Zeiten niedriger Löhne, mickriger Renten und steigender Kinderarmut ja wohl die dringendsten Probleme zu sein, dass man sich der Wünsche und Sorgen der Gestützbesitzer und Pferdenarren annimmt. In welcher Blase leben Sie eigentlich? Nein, sie ist so blöd und setzt sich auch noch an die Spitze der Bewegung, wissend, dass alles an ihr hängen bleibt. Aber es hat natürlich alles einen sozialen Hintergrund. Mit dem Parlamentskreis Pferd, haben sie gesagt, soll die Brücke zwischen Land- und Stadtbevölkerung geschlagen. Das ist mal ein in die Zukunft weisender Gedanke. Wenn die Fahrverbote kommen. Wenn die Innenstädte für Automobile Pferdestärken tabu sind, einfach aufsatteln und reinreiten. Gut, ist klar, ich verstehe das. Knapp 1 Million Pferdebesitzer, das ist schon was. Ne, die haben eine Stimme, die sind eine wichtige Lobby. Und darum geht's. Man muss eine Lobby haben im Land. Ne, die Dieselbescheißer, die Stromer von RWE und Co., die Banken, die kommen voran, weil die spenden halt auch immer so regelmäßig und schön. Ne, da mal 50.000, da mal 100.000, da mal 700.000 von BMW. Da muss man Rücksicht nehmen. Da können wir nicht mithalten. Wir Bürger, wir haben halt keine Macht. Ne, wir haben keine Lobby, wir haben nichts. Was sollen wir schon machen, sagen alle. Die Politiker sind doch sowieso alle gekauft. Ich sage, warum drehen wir den Spieß eigentlich nicht mehr um? Wir sind doch wer. Kaufen wir uns doch mal Politiker. Das geht doch. Ne, im Vorfeld einer Wahl einfach mal hergehen und sagen, okay, wir möchten jetzt endlich, dass unsere Interessen vertreten werden. Wir sind knapp 82 Millionen Lobbyvertreter vom Wichtigsten, was ein Staat hat, sein Volk. Jetzt ziehen wir mal das 1% ab, das immer meint, bestimmen zu müssen, wo es lang zu gehen hat, bleiben noch über 81 Millionen übrig. Okay, Politiker, jetzt hört mal zu. Jeder von uns gibt euch 5 Euro. Vorausgesetzt, ihr handelt im Interesse des einzig wirklich wichtigen Interessensverbandes, im Interesse von uns. Dann bekämt ihr 81 Millionen mal 5 Euro, das wären 405 Millionen. Nur für euch und eure Parteien. Aber nur, wenn ihr das umsetzt, was wir wollen. 86% von uns sind dafür, den Unkrautvernichter Glyphosat endgültig von den Äckern zu verbannen. Also, bitte, die Amtszeit. Die Amtszeit der Bundeskanzler und Minister auf 2 Legislaturperioden zu begrenzen. Dafür sind 57%. Macht einfach! 82% halten einen Mindestlohn von 12 Euro für mehr als angemessen. Führt ihn ein. Rüstungsexporte. Rüstungsexporte in Krisengebiete will kein Mensch. Also weg damit und für einen kostenlosen Nahverkehr ist auch eine klare Mehrheit. Her damit! 405.
405 Millionen Euro gibt's als Gegenleistung. Dann könnt ihr die paar hunderttausend von euren kleckerler-doof börsennotierten Gesinnungsspendern doch den Hasen geben. Aber wenn ihr nicht macht, was wir wollen, dann entziehen wir euch unsere großartige Spende. Und dann? Ja, sagen die Volksvertreter. Das mit dem Geld für die Parteien ist ja schön und gut. Aber was ist mit mir? Welchen Posten hättet ihr denn für mich, wenn ich einmal nicht mehr bin im Politikbetrieb? Seid ihr Stromversorger? Seid ihr ein Rüstungsbetrieb? Eine Bank? Gibt's irgendwas im Aufsichtsrat? Seid ihr die Deutsche Bahn? Irgendein Unternehmen, das uns Unfähigen aus Dankbarkeit einen hochdotierten Luschenparkplatz zur Endlagerung bietet? Und schon? Ja? Und schon ist die Luft wieder raus aus den Segeln. Wir sagen, ach so, ja, stimmt. Das haben wir gar nicht so bedacht. Was sollte mir da anbieten, ne, als Poste? Und dann sind wir wieder demütig und still. Und sagen, naja, wenigstens, wir haben es ja mal probiert. Und dann fügt sich die Masse wieder und denkt, naja, hätte man es ja denken können. Ne? Mir könne sowieso nichts ändern. Machen wir halt so weiter. Ein solches Volk ist der Jackpot für jede Regierung. Dabei hatte uns der 200 Jahre alte Marx so schön mit auf den Weg gegeben, von wegen Verzagen. Er hat gemeint, darum lasst uns alles wagen, nimmer rasten, nimmer ruhen. Bloß nicht dumpf so gar nichts sagen und so gar nichts wollen und tun. Nur nicht brütend hingegangen, ängstlich in dem niedern Joch. Diese schönen Zeilen müssen Sie vor ein paar Wochen ins Französische übersetzt haben. Jetzt haben sich die Gelbwesten auf ihre Fahne geschrieben. Die haben gesagt, wir machen mal. Die haben einfach mal nachgedacht. Und haben gesagt, Moment mal. Macron, unser Sorbonne-Schnösel. Der weiß doch gar nicht, wie man Volk buchstabiert. Was hat er jetzt alles vor? Der schafft die Vermögensteuer ab. Der entlastet die großen Unternehmen. Der will die Militärausgaben erhöhen. Von wem holt er sich denn die Kohle dafür? Aha, oh, und dann haben die gesagt, ach so, nee. Also jetzt kommen wir, jetzt stellen wir mal unsere Forderungen. Wir wollen einen anständigen Mindestlohn, wir wollen keine Steuererhöhungen, wir wollen eine Grundrente von 1200 Euro, sonst so, hören wir nie. Zack, schon knickt Macron ein Stück weit ein. Bitte, es geht doch. Die Gelbwestenbewegung ist ja mittlerweile nicht nur in Frankreich beschränkt, in Belgien rumort's, in den Niederlanden, selbst in Offenbach die Tage. Ja, ich habe 3 Gelbwesten erspäht. Ehrlich, ich war schon... Ich hab schon gedacht, jetzt geht's auch hier los. Aber hinten drauf stand Ordner. Nee, wir sind halt so, wir lassen uns abspeisen, wir sind zufrieden. Ne, brav nicken wir ab, wenn die uralte Platte gespielt wird. Ja, wir können nicht mehr verteilen als das, was wir vorher erarbeitet haben. Das Volk muss sparen, alles Weitere regelt der Markt. Es ist zwar eine bittere Medizin, aber eine, die hilft. Dafür gibt's mehr Pferdeäpfel. Da sagt der Franzose, Pferdeäpfel? Merde egal, Scheiße bleibt Scheiße. Die Franzosen haben ihren Voltaire gelernt, der so richtig feststellte, wenn ein Arzt hinter dem Sarg eines Patienten geht, folgt manchmal tatsächlich die Ursache der Wirkung. Aber wir... Aber wir vertrauen weiter brav unseren Volksdoktoren. Von daher können wir ganz beruhigt sein. 2019 wird mit Sicherheit wieder genauso bescheuert wie 2018. Machen wir das Beste draus. Vielen Dank.